Willkommen zurück hier, ein bisschen weiter nördlich, ein bisschen weiter in den Lüften. Nachdem ich jetzt diese Quest da unten noch abgeschlossen habe, habe ich mich aufgemacht, dann direkt sie abzugeben und hier bei der Story-Quest weiterzumachen. Ich sollte mir hier auch mal den besseren Gleiter holen, der kostet ja nur 1 Gold 50, kann man sich auf der Mirage-Insel holen. Mal schauen, vielleicht mache ich das direkt gleich mal, wenn ich an einem Mirage-Portal vorbeikomme. So, aber der Spiel, der steuert sich hier echt wie der letzte Dreck. So. Ein bisschen mehr Gold für uns. Yay, und Gilda-Stars. Jeder hat ein Geheimnis, sagte Bart. Auf dem Weg nach Vianel grübelst du über sein Ziel nach. Melisara hatte ähnliche Zweifel verspürt über ihre Gefährten auf der Expedition. Sie sah, wie sie zu Göttern und Helden wurden und der Welt durch ihren Kampf neue Gestalt gaben. Aber schließlich hatten alle das Böse gesehen, von dem ihr früherer Freund Jean besessen war. Als sie sich schließlich zusammenfanden, zu schmieden, seinen Amoklauf zu stoppen, meldete sich Melisara als erste freiwillig. Sie wusste, dass es sie das Leben kosten würde, gegen den Gott der Zerstörung zu kämpfen. Aber nach all den Jahren des Todes und der Trauer kümmerte sich die Assassinin wenig um sich selbst. Als du zu Bad reitest, denkst du an Haman und seine blöde Geschichte, die dich hierher geführt hat. Du hörst Melisaras Worte. Vergesst nicht, Leben ist wertlos im Vergleich zu Gerechtigkeit. Was für Worte? Leben ist wertlos? Im Gegensatz zur Gerechtigkeit, das ist aber schon ein bisschen hart. So. Eins von diesen Häusern, glaube ich, hat die... Ah, perfekt. Oh nein! Sie haben Otto verbrannt! So. Wow, 3 Gilda-Stars. Perfekt. So, wir brauchen Bier und Schnaps und müssen auch noch weiter in der Stadt hier umherstreifen. Ich guck mal gerade, ist hier nicht sogar ein Mirage-Portal irgendwo? Ach genau, der sagt jetzt, wir sollen eine Angel herstellen. Mal gucken. Yay, 3 Gilda-Stars. Amans Leute hatten Vincentius' Familie bereits gefunden und gnadenlos gefoltert. Da sie an ihrem Leben hing, hat Vincentius' Witwe dir alles erzählt. Vincentio wusste, dass es Verrat gleichkam, seinen Vorgesetzten das Fragment zu enthalten. Er schmuggelte seine Familie nach Lautensang, um sie vor der Rache der Schattenfalken zu schützen. Aber ein Bewohner verkaufte sie an Hamans Leute, um seine Taschen zu füllen. Bei dieser Geschichte traten mehr von Melisaras Erinnerungen zutage. Was Kyrios nie erfuhr, aber Melisara sehr wohl war, dass sein Zorn unberechtigt war. Seine geliebte Kyprosa hatte ihn niemals betrogen. Die Nachricht, die ihn in einen Hinterhalt lockte, war eine Fälschung. So, jetzt haben wir sogar fast die 50 zusammen. Damit könnten wir dann direkt auf der Mirage-Insel einkaufen. Da warte ich doch sogar noch mal ein bisschen, bevor wir uns da hinaus machen. Besuche die Konklave und finde Haman. Okay. Hamans Scherke. Da ist er nicht. Wir sollten uns vielleicht hier mal unseren Damage-lastigeren... okay. Die ignorieren uns hier völlig. Ha! So. Warum ist denn unsere Katze nicht da? So, genau. Der müssen wir irgendwie auch nochmal einen Namen geben. Oh oh. Jetzt kann sie gleich mal zeigen, was sie kann. Kämpfe, Herr Katze! Kämpfen! Oh oh.
Huiuiuiui. Boah, der hat uns aber ganz schön überrascht gerade. Huiuiuiui. Wo ist unsere Katze hin? Oh shit. Ich glaube, die hat irgendwen angegriffen. Oder versucht es zumindest. So, Defensivmodus. Huiuiui. Damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. So, auf in den zweiten Stock. Yay, und da haben wir die drei gelassen und kriegen gleich nochmal drei. Und wir müssen den da killen, okay. Okay, die Wachen hier haben gar nichts drauf. So. Diesmal sind wir ein bisschen besser vorbereitet. Und unsere Katze kämpft auch gleich von Anfang an mit. Wow. Die kriegt aber ordentlich Schaden hier. Oh oh. So. Nein. Ah, schafft man das noch, bevor die Katze drauf geht? Yes. Wenn auch richtig knapp. Oh mein Gott. Die Katze hält echt gar nichts aus. Wir müssen unbedingt mal schauen, dass wir... Jean und Taiyang hätten nie zugelassen, dass Haman ein Mitglied der Schattenfalken wurde. Sie waren stolz, dass sie eine Organisation aufbauten, die Gerechtigkeit bieten konnte. Sie wurden wie die Stadtwache verehrt und mit Münzen, Loyalität und Geheimnissen entlohnt. Deshalb war Melisara so stolz gewesen, die Uniform der Schattenfalken zu tragen. Hätte Haman auch nur einen Bruchteil seiner Untaten begangen, wie Familien auszulöschen, er wäre ohne Frage getötet worden. Wahrscheinlich von Melisara selbst. Jetzt hast du die Tat für sie begangen. Aber Haman zu töten war keine einfache Aufgabe. Er hatte sich in eine erschreckend starke Bestie verwandelt. Aber wie? Als du Ashabel gegenüberstehst, findest du eine Erklärung in Melisaras Erinnerungen. Ashabel war ein mächtiger Magier und Haman war seine Marionette. Nicht nur das, Melisara hatte ihn gekannt. Kyrios war bereit, den Verrat seiner Geliebten hinzunehmen. Aber der Verrat seiner Falkenschwester Melisara hatte ihn gebrochen. Um zu verhindern, dass Kyrios völlig dem Wahnsinn und der Verzweiflung anheimfiel, ließ Antalon Schattenfalken auferstehen. Untote Sklaven, die ihn nicht verraten würden. Ashabel war einer von ihnen. Melisara traf ihn in der Schlacht. Ein weiterer korrupter Freund. Genau wie Jean. Mit Melisaras Pein schleuderst du ihm den Helm entgegen. Er taumelt. Es war dein verzweifeltster Kampf. Und er erinnert dich an Melisaras verzweifeltsten Kampf. Im letzten Kampf mit Kyrios hoffte sie, dass er wusste, dass er noch Freunde hatte. Freunde, die ihm nie den Rücken gekehrt hatten. Als er sie tötete, nahm er nicht mal sein Schwert. Er brach ihr das Genick, kurz und schmerzlos. Die Erinnerung verblasste so schnell, wie sie gekommen war, erstickt von Melisaras Tod. Zurück in der Realität fällt der Helm scheppernd auf den Boden und Ashabel krümmt sich dahinter. Sein Fleisch zerfällt zu Asche. Und dein Atem bläst sie in kleinen Wirbeln in die Luft. Bevor du Abscheu empfinden kannst, erhebt sich der Geist eines jungen Mannes aus dem Leichnam. Elend ist ihm ins Gesicht geschrieben, als er auf seinen Körper starrt. Lautlos bedankt er sich und verschwindet dankbar ins Jenseits. Es war der Ashabel, den Melisara kannte, bevor er von Antalons dunkler Magie korrumpiert wurde.
Er schien voller Reue zu sein. Als Kyrios sie tötete, blickte Melisara ihm ins Gesicht und sah dort den Mann, der er einst war. Sie fragte sich, ob er es ebenso bereute wie sie, dass er auf die Expedition gegangen war. Okay, das heißt, da haben wir jetzt das Mastermind hier hinter diesen ganzen Aktionen umgebracht, indem wir den Magier ausgeschaltet haben. Mit Bart sollen wir reden. Ach ja, und genau, wir sollten mal eine Rüstung für unsere Katze besorgen. Aber wo ist denn Bart? Hallo? In dem Haus hier? Ja. Hallo. So. Und damit haben wir nämlich auch die Storyline-Quest fürs Erste abgeschlossen. Im späteren Spielverlauf kann ich euch schon mal versichern, da kommt auch nochmal was. Aber auf jeden Fall haben wir diesen Handlungsstrang hier jetzt erstmal abgeschlossen. So, und dann gucke ich, da vorne müsste, ich glaube, ein Mirage-Portal sein. Nö. Gut. Auch nicht schlecht. Dann reite ich mal da vorne hin, weil da weiß ich sicher, dass da eins ist. Da stehen nämlich auch unsere Häuser. Hier hätte eigentlich auch unser großes Haus hinkommen sollen, aber da haben leider schon ziemlich viele diese mittleren Häuser hier hingebaut, wie ihr hier seht. Und wegen so ein paar kleinen Ecken hier passt da genau nämlich unser Haus nicht mehr rein. Weil die das echt blöd gedreht haben. Zum Beispiel hier würde das fast reinpassen, aber da ist wieder so eine Ecke von dem Haus hier leider. Ja, darüber. Deswegen. Und hier unten können wir leider nur kleine Häuser hinbauen. Deswegen mussten wir das Haus leider woanders platzieren. Aber ist auch ein schöner Platz. So, da vorne müsste doch, genau, da ist das Mirage-Portal, was ich gesucht habe. Hinter diesen ganzen kleinen Büschen. Bäumen, besser gesagt. So. Da vorne haben wir es schon. Da können wir auch gleich mal kurz schauen, was so ein Bauernhaus kostet. Weil das könnten wir uns jetzt nämlich hier holen. Wie? 35? Ist aber gar nicht so viel. Und was ist so eine... wir wollen ja auch ein bisschen Gold damit machen. Was ist so eine Galeere wert? Weil die kostet nämlich auch 50. Hier, Abenteuerclipper. Das ist doch schon mal deutlich mehr wert. Hm. Mal schauen, einmal Abenteuerclipper rein. Oh, das ist genauso wenig wert. Das ist aber echt verdammt wenig schon. Das ist ganz schön runtergegangen. Da lohnt sich's ja fast gar nicht mehr. Ist nur die Frage, was da besser weggeht. Ich würde fast sagen, dann holt man sich eher den Abenteuerclipper und stellt den ins AH. Weil im Endeffekt brauche ich auf diesem Charakter ja sowieso keine Gilderstars. Weil auf dem anderen habe ich ja das Haus schon gebaut. Und wenn ich mit dem hier Max-Level bin, werde ich ja auch auf den anderen Char dann wieder rübergehen. So. Da vorne ist nämlich auch schon die Gleiterwerkstatt. Und dann holen wir uns einmal die Designs. Hier seht ihr schon die unterschiedlichen Gleiter. Das ist der experimentelle. Den haben wir derzeit. Dann brauchen wir einmal den da hier. Den verstärkten. Dann einmal den verbesserten. Und den ultimativen Gleiter. Kostet zusammen 1,75 Gold. Also ist eigentlich recht preiswert. So. Da seht ihr jetzt nochmal unseren und auch wie schnell der nach unten geht. Also der fliegt überhaupt nicht gut. Da seht ihr auch hier Fluggeschwindigkeit niedrig, Gleitfähigkeit niedrig, kein Special Skill, Drehgeschwindigkeit niedrig. Also der ist quasi in allem sehr, sehr schlecht. Yay. Hat sich hier einer das Auto zum Testen mal geholt. Oh.
Wie cool, dass wir das auch einfach fahren können. Das ist ja hier so eine Teststrecke, da kann ja jeder das fahren. Die Musik, oh Mann. Wo war denn die Musik da? Oh nee, jetzt haben wir es kaputt gemacht. Ich glaube einfach, die Zeit ist abgelaufen. Weil hier kann man ja... Ach, hier seht ihr übrigens auch das beste Pferd im Spiel. Das gute Windraser-Ross. Das hat ja die Kadi sich jetzt schon fast geholt. Mal gucken, was kostet denn... Münze des Fürsten kostet die Rüstung. Okay. Nun gut. Aber dann wollen wir hier mal nicht länger rummachen und gehen mal zurück durchs Mirage-Portal. So. Und dann baue ich doch direkt mal den verbesserten Gleiter. Und da wird ihr gleich sehen, wie viel besser der ist. Ah, das ist kein Vergleich. Außerdem kann man damit Punkte erreichen, die man mit dem normalen Gleiter nicht erreichen kann. So. Ah, diese Ladezeiten. Besonders wenn man in die Welt zurückgeht, ist das immer ein bisschen länger, weil da lädt er ja alles rum. Auf der Mirage-Insel ist ja nicht so viel, was er laden muss. So, da sind wir aber auch schon. Und dann gucken wir mal. Leder ist falsch. Wir müssen... Können wir das hier machen, beim Sägewerk? Nee, da geht nur Holz. Zimmerertisch vielleicht für den Gleiter? Hm? Zimmer? Nee. Maschinenbau? Ah, da. Da haben wir den experimentellen. Hier haben wir den Gleiter. Und dann müssen wir nochmal unseren ablegen. Dann bauen wir nämlich den verbesserten Gleiter. Der hat schon Fluggeschwindigkeit mittel, bei dem anderen noch niedrig. Aber er ist schon ein bisschen schneller. So, dann bauen wir aus dem direkt mal den verstärkten. Der ist jetzt auch im Drehen und in der Anfangsgeschwindigkeit schon ein bisschen schneller. Und jetzt geht es auf den ultimativen Gleiter. Der hat nicht nur hoch, sondern bei den anderen dann auch noch mittel. Im Gegensatz zu den Deluxe-Gleitern quasi, die man sich dann auch im Itemshop kaufen kann. Die haben dann noch sowas, die können auch so eine Rolle machen und sowas. Aber das bringt dann alles nicht so viel mehr. Jetzt zeige ich euch erstmal hier den Unterschied. Denn mit dem könnt ihr auch gepflegt mal einfach so losstarten. Denn... Der hat hier noch Sonderskills. Ihr könnt auf T einfach mal hochgehen. Auf Y könnt ihr in der Luft kämpfen. Und auf L lasst ihr Bomben regnen. Also der ist schon deutlich besser. Vor allem auch eben wegen diesem Skill, dass er alle 40 Sekunden einmal so nach oben fliegen kann. So. So ein Haus hatten wir uns auch erst überlegt. Aber das ist für ein paar mehr Personen nicht so ganz geeignet. Ich kann da ja mal kurz rein... gucken. So. Wie ihr hier seht, ist da für drei Personen vielleicht ein bisschen wenig. Passt, hat ja nicht mal ein Bett hier, da hat er nur Kisten. Unser Haus hat dann schon zwei Stockwerke, aber dafür kostet es auch, glaube ich, fast das Doppelte an Materialien. Für die ich immer noch am Farmen bin, aber ich bin schon recht weit. Also ich denke mal, naja, drei, vier Tage werde ich schon noch brauchen, weil ich komme momentan nicht so sehr zum Farmen. So, aber dann machen wir uns hier auch mal runter zu der 1. Um mal nach dem ganzen Mirage-Insel-Gedöns hier da ein bisschen weiterzumachen. Ach verdammt, jetzt habe ich ganz vergessen, mir dort so ein Haus mitzunehmen. Naja, das mache ich dann beim nächsten Mal. Oder besser, das mache ich im Offen. Da gucke ich mal, dass ich möglichst viel Gold rausholen kann. Ah, scheiße. Verdammt. Ich wollte nach da vorne. Schaffen wir das? Yay! Uhu! Preiset dem Teleport-Skill. Und jetzt können wir direkt mal unseren Gleiter benutzen. So. Das hätten wir mit dem anderen Gleiter definitiv nicht geschafft. Also ich mag echt diesen asiatischen Stil bei den Harani. Also ich bin froh, dass wir keinen Nui gewählt haben. Auch wenn die überall total überlegen sind. Es sind viel mehr, die auf der Seite spielen, als bei uns hier.
So, und einmal Reisschnaps. Ist aber schon eine ordentliche Pulle. So, und dann machen wir uns aber, verdammt, mit dieser Kollisionsabfrage auch zurück. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann die Quest abgeben und schauen, wie wir hier weitermachen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.